So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Saber Online. Würde nicht wundern, warum die Südhof-Musik hier in Fallgroove spielt. Ja, ich war vorher in Südhof und irgendwie hat sich die Musik ein kleines bisschen wieder verbuggt. Deswegen hört sich das gerade so an, wie es sich anhört und ist auch eine sehr schöne Farbe. Und ja, in dieser heutigen Folge werden wir uns mit der Helga, mit dem Güntjach und wo ist Gretchen? Gretchen ist schon wieder weg, beschäftigen, denn wir müssen nämlich den bösen Herrn Campbell wieder mal auf die Finger hauen, weil er nämlich ganz böse Absichten hat, denn er versteckt irgendwelche Fässer mit giftigen Chemikalien oder irgendeiner giftigen Flüssigkeit. Und keine Ahnung, was er damit vorhat, aber wir sind natürlich wieder zur Stelle und wollen den Herrn Campbell mal wieder die Leviten lesen. Sehr richtig. Der Inhalt stellt sich als äußerst giftig heraus. Dieser Schurke von Campbell will sicher den Wald in Fallgroove mit seinem giftigen Abfall verseuchen. Noch illegaler kann es nicht werden. Es wird Zeit, ihn für immer von hier zu vertreiben. Alle in Richtung Haus. Auf geht's, Vivian. Wir sehen uns dort. Ja, aber... Ah, warum schlendern die denn immer so? Man muss natürlich jetzt mit vollem Karacho jetzt zum Herrn Campbell gehen. Damit er nämlich merkt, dass man mit den Einwohnern von Fallgroove nicht zu spaßen ist. So, jetzt dürfen wir wieder mal 3 Millionen Kilometer. Überwinden. So, warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier am besten? So, ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt gleich den Herrn Campbell aus seinem Haus vertreiben und vielleicht mitbekommen, was sich in den Fässern genau befindet. Woher das kommt, nicht, dass das irgendwelche noch schlimmeren Auswirkungen hat. Und ja, oh Gott, ja. Es gab jetzt, ich glaube, diesen Mittwoch oder den vorherigen Mittwoch gab es, ich glaube, das war dieser Mittwoch, gab es ein neues Update von Star Saber Online. Und wie ihr sehen könnt, gibt es ein neues Gebiet in den Wildwoods. Und ja, toll. Noch mehr Aufgaben, aber ich freue mich, weil, ja, jetzt decken wir die Karte so langsam Stück für Stück auf, beziehungsweise wird die aufgedeckt von den Programmierern. Und da haben wir einmal Menheim und da haben wir schon bei einem Redwood Point schon ein Ausrufezeichen rumhüpfen, das uns sagt, bitte, bitte kommt ganz schnell her, damit wir euch ins neue Gebiet schicken können. Und mal schauen, wann wir das jetzt genau machen, denn wir müssen uns ja erstmal hier um den Herrn Campbell kümmern. Fässer? Welche Fässer? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist Verleumdung. Ich werde dich verklagen, Vivian. Na mal, viel Spaß. Vivian, was meinst du? Von welchen Fässern sprichst du? Fässer, du hast doch einen Knall, Vivian. Hehe, du wirst nicht mal mehr ein Kaugummi kaufen können, wenn meine Anwälte mit dir fertig sind. Hehehe. Warum habe ich denn auch keine Fotos gemacht von den Fässern? Vivian, pst, ich habe eine ganz tolle Idee, wie ich alle Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann, damit du dich wegschleißen kannst, um die Fässer zu suchen. Das habe ich in der Spionageschule gelernt. So eine tolle Idee, oder? Bist du bereit? Ich habe gesehen, wo er die Fässer versteckt hat, als ich spioniert habe. Er hat massenhaft Fässer dort in der Scheune hinterm Haus versteckt. Bist du bereit? Hallo, alle miteinander. Guckt mal her, ich habe einen Elch im Wald gesehen. Einen Elch mit goldenem Geweih und er war sehr groß. Und ich wurde fast blind von dem Glanz des Geweihs. So, als hätte ich direkt in das Licht einer Taschenlampe geguckt, also fast so stark wie die Sonne, die ja eigentlich ein Stern in der Galaxie ist, die Milchstraße heißt und man kann sie auch manchmal am Himmel sehen, aber jetzt gerade nicht. Wie wenn man auf einem Pferd reitet, fast wie eine Katze, nur eben mehr viereckig. Wenn man sich ein ganz kleines Pferd vorstellt, nur eben klein. Ich glaube, das hat funktioniert. So, jetzt steige ich mal ab. Ja, bäum dich bitte auf. Jetzt kann ich absteigen. Gut. Alles klar. Die Frage, tu mich jetzt die bösen Wauzis jetzt wieder hier anmeckern, wenn ich mich in ihr Territorium begebe? Ja, was haben wir denn hier? Kühlschrank. So. Ach, jetzt darf ich hier ganz hochlaufen. Sehr schön. Gut, dann haben wir sonst nichts zu tun. Ne? Jetzt düsen wir mal ganz schnell hoch zur Scheune. Da bin ich mal gespannt, wenn wir dann den Herrn Campbell von hier vertrieben haben, ob die Hunde dann hier immer noch sein werden. So ein schönes Haus und das wird von Herrn Campbell verunreinigt. So. Jetzt warten wir mal kurz. Weil ich glaube, da Wauzi oder...
Ich bin mal ganz risikofreudig unterwegs. So, hallo, hallo, hallo. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Schnell, Vivian. Da haben wir die ganzen Fässer. Die Scheune ist voll mit Giftfässern. Ja, Tatsache, Vivian. Was kann man wieder hier runter? Kann ich mich jetzt von den. Ach so, nee, okay, jetzt mögen die mich. Okay. Alles klar, da hätte ich ja gar nicht so einen riesen Tamtam machen müssen. So, einmal hier. Dann. Ach komm, die paar Zentimeter hätte ich auch noch geschafft. Nun gut. Wir haben ja Zeit. Uns hetzt ja nicht. Wir haben die Giftfässer jetzt gefunden. Die können jetzt auch nicht mehr irgendwie verlagert werden. Hallo Wauzi und tschüss. Das heißt ja, den Herrn Campbell haben wir. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Okay, gut. Komme ich nicht durch. Haben wir jetzt hier wieder auf frischer Tat ertappt und mal gucken, wie er sich herausredet. Das sind nicht meine Fässer. Die waren schon hier, als ich hierher gekommen bin. Naja, ich durchschaue die doch alle hier. So, ein paar Stone. Dann wollen wir mal wieder auf dich heraufsteigen. Und so, Herr Campbell, ich habe sie durchschaut. Was ist das? Fässer voller Gift? In meiner Scheune? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe nichts gemacht. Ich lüge doch nicht. Ich lüge nie. Ja, vielleicht sind es meine Fässer. Aber ihr hättet doch das Gleiche getan. Das wisst ihr auch. Ich habe 1000 Jorvik-Schillinge für jedes Fass bekommen, das ich versteckt habe. Das hätte doch jeder gemacht, wenn das Gift ausläuft. Bah, wen interessiert es? Ich werde ganz Jorvik asphaltieren. Warte nur ab. Grö, wie kann ich nur so viel Unglück haben? Immer diese Vivian macht immer meine Pläne kaputt. Ja, dafür bin ich da. Dafür wurde ich geboren. Warte nur ab, Vivian. Warte nur ab. Ja. Ich warte schon sehr lange. Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Verdammt. Und jetzt slidet der wieder ganz gemächlich davon. Kann ich nicht einfach umrennen? Gut gemacht, Vivian. Vivian, so ein Glück, dass du uns mit Herrn Campbell geholfen hast. Es hätte nämlich auch böse enden können. Aber was sollen wir jetzt tun? Stimmt, die Fässer müssen irgendwie weg. Gunther und Helga, da das Haus, das Herr Campbell gehört hat, nun der Gemeinde von Falkhof gehört, kann ich damit machen, was ich will. Seid ihr interessiert, Falkhofer zu werden? In dem Fall möchte ich euch das Haus schenken, da ihr uns so viel geholfen habt. Ha, und ich? Und ich? Was ist mit mir? Warum krieg ich denn kein Haus geschenkt? Oh, Herr Ratsmann. Taxia Mykett, Taxa Mykett. Wir können gar nicht genug danken. Das ist der absolute Wahnsinn, Gunther. Das Haus ist ja noch viel schöner als das auf den Fotos, das wir gesehen haben. Herr Ratsmann, wenn ihr. Ja, gut, das Haus ist ja auch nicht existent, was ihr auf den Bildern gesehen habt. Ach so, nein, sie meint die Bilder, also das Bild oder die Bilder von dem Haus, was Herr Campbell gemeint hat, denen zu kaufen. Oder zu vermarkten. Aber dass der gar nicht existent war. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. Herr Ratsmann, wir nehmen Ihr großzügiges Angebot an. Nein. Und versprechen Treue. Mit groß geschrieben. Ach nee, und versprechen Treue und rechtschaffene Bürger. Okay, dann ist es richtig geschrieben. Von Falkhof zu werden. Vivian, vielen Dank. Wie können wir das je wieder gut machen? Falls du jemals unsere Hilfe brauchst, werden wir dir immer zur Seite stehen. Wir werden sofort einziehen. Gunther und Gretchen, lasst uns unser neues Heim inspizieren. Aber ich würde vorschlagen, dass ihr vielleicht die Zäune einfach wegnehmt, oder? Können wir das vielleicht auch noch ein bisschen verschönern? Ja, wir haben. Oder ich habe jetzt mitbekommen, dass sie jetzt dort sind. Hallo. Vivian, danke nochmal. So ein tolles Haus. Den Stacheldraht behalten wir auch. Das ist super für Gretchens Training. Pat Adder sind den. D. Vivian. Herrmann, hallo Vivian, komm so schnell du kannst zum Jorvik-Stall. Spannende Dinge sind passiert. Ich kann nicht mehr erzählen, man weiß nie, weiter das hier liest. Bis bald, Herrmann. Auf und davon. Na, wenn Herrmann ruft, dann muss ich natürlich gleich springen. So. Gut. Wo haben wir denn eigentlich noch Aufgaben? Das Pony reiten? Schön, du musst jetzt mal ein Pony holen. Das sage ich ja seit der 10. Folge. Oder so. Dann haben wir die Hauptquest und haben wir Redwood und das war's ja eigentlich schon. Hatten wir nichts? Ach ja, stimmt, Madison. Ach, wie kann ich denn Madison vergessen? Das ist ja schon fast unmöglich. So, Jorvik-Stall, ich komme.
Und dann wollen wir mal schauen, was denn der gute Hermann von uns möchte. Hat ja höchstwahrscheinlich etwas mit der GID zu tun, nehme ich mal an. Etwas anderes kann ich mir nicht erklären. Oder die haben herausgefunden, wo die Bürgermeisterin sich aufhält oder festgehalten wird. Ich gehe mal davon aus, das ist eher der letztere Fall. Weil die müssen wir ja auch noch irgendwie, ja, finden. So, da sind wir doch gleich schon beim Jorvik-Stall. Und dann müssen wir hier rein. So. Alle hopp. So. Es hat funktioniert. Du hast meine SMS bekommen. Hallo Vivian, wie schön, dass du so schnell kommen konntest. Ich habe tolle Neuigkeiten. Erinnerst du dich an den Bericht von Frau Drake, den du mir gegeben hast? Genau der, den du abschicken solltest, mir dann aber gegeben hast. Ich habe ihn mehrmals durchgelesen und... Warte, ich muss mich erst etwas beruhigen. Man sollte sich nicht stressen, wenn es um so wichtige Dinge geht. Ich habe Wasser für etwas Tee aufgestellt. Eine Tasse mit heißem Tee ist genau das, was wir brauchen, um solch wichtige Dinge zu besprechen. Das Wasser sollte bereits kochen. Kannst du es abstellen, Vivian? Ich sammle in der Zwischenzeit meine Gedanken. Natürlich. Danke, Vivian. Jetzt lassen wir das Wasser etwas abkühlen und den Tee ziehen, sodass wir bald ein Tässchen trinken können. Ja, wie ich sagte, ich habe Frau Drakes Bericht gelesen, den du mir vorher gegeben hast. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht viel davon. Verstehst du? Nichts ist klar geschrieben. Nur Codes, die sich auf andere Dokumente beziehen und überall vage Formulierungen. Aber bei einer Sache können wir uns sicher sein. Etwas Großes und extrem Gefährliches baut sich zusammen. Im Bericht wird etwas namens Operation Schwarze Ernte erwähnt. Oh Gott. Es gibt Tabellen mit Informationen über schwere Erntemaschinen, aggressiver Verwaltung und Kosten für die Vernichtung einer Stadt mit der Größe Jarlaheims. Außerdem fand ich ein Formular, welches die Einstellung von schwer ausgerüsteten externen Sicherheitsarbeitern zeigt. Ja, und das geht so weiter. Hör selber, Vivian. Es sieht so aus, als ob die GID etwas wirklich Schreckliches plant, aber es gibt keine richtigen Beweise, nichts, aus dem sich die Anwaltsarmee der GID nicht herausreden könnte oder was nicht im Rahmen der gesetzlichen Richtmarke wäre. Ich bin so besorgt, Vivian. Die GID ist gut. Zu gut. Es gibt nichts in diesem Bericht, womit ich sie stoppen könnte. Sei nicht traurig, Vivian. Nur weil ich den Bericht nicht verstehe, heißt das nicht, dass jemand anderes nicht Nutzen daraus ziehen könnte. Ich habe eine Kopie an Freunde in Jorvik geschickt und jetzt habe ich die Antworten. Genau von der Person, von der ich gehofft habe, etwas zu hören. Deswegen bin ich so zuversichtlich, Jorviks größter Kämpfer in der Schlacht gegen die GID hat sich gemeldet. Ach so, ja. Jetzt verstehe ich den Sinn. Ich spreche vom Anführer von Chill, einer geheimen Organisation, die alles dagegen tut, um der GID Steine in den Weg zu legen. Ich habe sie nie getroffen, weiß nicht, wie sie aussieht, nicht einmal, wo sie wohnt. Ich kenne lediglich ihren Namen. Da ist die legendäre Frau X. Hast du schon mal was von ihr gehört? Lass mich erklären. Vor ein paar Tagen erhielt ich einen Brief von Frau X. Darin schreibt sie, dass der GID-Bericht ihren eigenen Verdacht, dass sie etwas in der Erntefeldprovinz suchen, bestätigt hat. Gut, die Frau X könnte rein theoretisch ja die Schwester vom Bürgermeister sein. Die hat ja auch irgendwelche Informationen gegen die GID gesammelt. Mehr will sie aus Sicherheitsgründen diesen Brief nicht erzählen. Aber sie versprach, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, wird sie mehr erzählen. Sie ist sich sicher, dass wir die GID dann gemeinsam ein und für alle Mal stoppen können. Das sind genau die Neuigkeiten, die wir brauchen, Vivian. Ich muss sie so schnell wie möglich treffen. Aber sie stellt zwei Bedingungen. Ich muss sie alleine treffen und darf niemanden verraten, nicht einmal dir, Vivian, wo. Das Problem ist nur, dahin zu kommen, da der Treffpunkt in Epona ist. Oh, weißt du, wo das liegt? Genau, es ist das Gebiet, welches auf der anderen Seite der Tore vom Grüntal liegt. Leider gibt es nur einen Weg dorthin, welcher über das Grundstück von Le Chien führt. Die Tore sind schon seit einigen Jahren verschlossen. Ich weiß also nicht, wie man diese passieren könnte. Chien ist ein alter Freund von mir und er würde uns helfen, wo er nur kann. Aber ich kann nicht mit ihm sprechen, wenn ich nicht an den Toren vorbei kann. Oder wir, besser gesagt. Ich kann es nicht alleine machen. Ich brauche Hilfe. Es wird eine gefährliche Reise und nichts, was ein alter Mann wie ich alleine bewältigen könnte. Ach, Hermann, so alt seid ihr doch noch nicht. Meine Frage lautet also, ob du mir nach Epona folgst, Vivian? Toll, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich habe Frau X versprochen, dass ich den Treffpunkt nicht verrate, aber bis dorthin reisen wir zusammen. Klingt das gut? Wunderbar, ich habe nämlich eine Idee und werde sie dir verraten. Aber jetzt sollte der Tee fertig sein. Könntest du uns jemals ein Tässchen holen? Oh mein Gott, so viel Dialog. Na, danke für den Tee, Vivian. Also, meine Idee ist folgende. Hör gut zu. Es gibt einen Geheimpfad, welcher über das Grautaugebirge führt. Nicht viele wissen davon, aber wurde im Laufe der Geschichte von Soldaten, Flüchtlingen und Schmugglern genutzt. Wenn ich nur wüsste, wo er ist, könnten wir ihn nutzen, um nach Epona zu gelangen. Was hältst du davon, diesem Plan, Vivian?
Du fragst dich, wie wir herausfinden können, wo der Pfad ist. Das wird nicht ganz einfach, aber mit etwas Hilfe von unseren Freunden sollte es gehen. Weißt du, zwei der Familien hier aus der Gegend kennen die Geheimnisse dieses Pfades. Wir brauchen ihre Hilfe und wenn es jemanden gibt, der sie dazu bringt, uns zu helfen, dann bist du das, Vivien. Ich bereite unsere Reise vor und versuche alle Informationen, die ich über Epona kriegen kann, zu sammeln, sodass du währenddessen herausfinden kannst, wo sich der Pfad befindet. Klingt das gut? Klingt gut. Familie Goldspur ist eine der zwei Familien, die die Geheimnisse des geheimen Pfades des Grautaugebirges hüten. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad beginnt. Ohne dieses Wissen kommen wir nicht weit. Sprich mit Jacob Goldspur und erkläre ihm die Situation. Er kann etwas misstrauisch sein, aber wenn er glaubt, dir vertrauen zu können, erzählt er dir sicher mehr. Der geheime Pfad über das Grautaugebirge ist nicht nur schwer zu finden, sondern auch mit Fallen versehen. Wenn man nicht weiß, wie man daran vorbeikommen kann, ist es unmöglich, das Ende des Pfades zu erreichen. Zumindest, wenn man lebend ankommen will. Familie Jarlason hütet die Geheimnisse der Fallen des geheimen Pfades schon seit Generationen. Wenn du Dorothy Jarlason klar machen kannst, wieso es so wichtig ist, diesen Weg zu nehmen, erzählt sie dir sicher etwas über die Fallen. Sprich mit Dorothy Jarlason und erkläre ihr die Situation. Viel Glück. Ja. Danke. Oh, hat er ein Bild von Starshine an der Wand hängen. Nun gut, da haben wir jetzt zwei wundervolle Aufgaben vom von Hermann bekommen. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt zu der Jarlason-Familie, die ist gleich am nächsten und versuche mal Dorif zu überzeugen, dass sie uns ihr Geheimnis über die Fallen sagen kann. Und dann werden wir hoffentlich den Geheimpfad nach Epona finden. Aber... Okay, ich glaube, ich bin gerade hier falsch abgebogen, ja? Aber ich finde es schon interessant, dass man die Aufgabe... Ja. Dass man die Aufgabe... Okay, ich versuche es nicht nochmal. Dass man die Aufgabe von... Helga, Günther und Gretchen zu Ende führen musste, um dann die Möglichkeit zu haben, nach Epona zu kommen. Ich meine, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wer weiß, welche Aufgaben ich noch machen muss, um irgendwelche ganz besonderen Orte erkunden zu dürfen. Aber meine Güte, kriege ich das heute noch hin? So, auf und davon, Emberstone. Huch. Mann, ich wurde eigentlich hier voll cool auf diesen Brückenmauern reiten, wenn das Mauern sind. Ich weiß gar nicht, wie das bei Brücken heißt, diese Umrundung. Und ich weiß, ja, da ist ein Stern, aber ich weiß aktuell nicht, wie ich da hochkomme. So, Dorif, ich hab da mal eine Frage. Hallo Vivien, wie kann ich dir an einem solch schönen Tag wie heute behilflich sein? Du willst wissen, wie man an den Fallen auf dem Geheimpfad über das Grautaugebirge vorbeikommt? Das ist eines unserer ältesten Familiengeheimnisse. Kann ich darauf vertrauen, dass du niemandem etwas darüber erzählst? Natürlich, Dorif. So, du willst also wissen, wie man über das Grautaugebirge kommt? Wie du dir sicher schon gedacht hast, ist der geheime Pfad über das Gebirge, wie der Name schon sagt, geheim. Familie Goldspur weiß, wo der Pfad ist und meine Familie weiß, wie man an den gefährlichen Fallen auf dem Weg vorbeikommt, die diesen vor Eindringlingen der Erntefeldprovinz schützen sollen. Ich verstehe, dass es wichtig für dich ist, nach Epona zu kommen. Ich helfe dir also so gut ich kann. Die Informationen, die du suchst, sind im Jarlason-Code verzeichnet, ein altes Dokument, welches seit Generationen weitergegeben wird. Doch leider ist es schon länger nicht mehr in unserem Besitz. Schau doch nicht so schockiert. Es ist in guten Händen. Also ist es genauso gut. Das heißt aber, dass ich es dir nicht geben kann. Du musst Jill Goldspur und sie um Erlaubnis fragen, es auszuleihen. Weißt du, es wurde gespendet nach Jarlaheim zusammen mit einer ganzen Reihe anderer alter Sachen. Wir hier konnten uns einfach nicht um all diese Antiquitäten kümmern und hatten Sorge, dass sie kaputt gehen würden. Also haben wir sie der Stadt geschenkt, damit sich ausgebildete Experten und Forscher Jovix darum kümmern können. Ich weiß sicher, der Jarlason-Code im Keller des Ratshauses in einem speziellen Raum mit genau der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet. Er wird als extrem wertvoll angesehen. Aber ich bin sicher, dass Jill Goldspur ihn dir ausleiht, bei all dem, was du für Jarlaheim getan hast. Grüß Jill von mir und komm zurück, wenn du Jarlason Code besorgt hast. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu den Goldspurs, mal gucken. Vielleicht müssen wir dann auch zur guten Jill wieder reiten.
Deswegen würde ich das vielleicht gleich mehr oder weniger in einem Abwasch machen. Ja. Mal gucken. Aber ich hoffe mal, das wird sich dann nicht mehr allzu lange ziehen, weil ich doch jetzt schon ein kleines bisschen aufgeregt bin, nach Epona zu kommen, weil ich erstens gerne sehen möchte, welche Landschaft Epona hat. Ob das jetzt ja, vielleicht so südlich angehaucht ist, weil Dundul ist ja wirklich so mystisch, mit der Natur verbunden, mag ich, angehaucht, und die Musik ist ja auch dementsprechend so. Und Südhof ist ja eher dieses wilde Westen. Und Teil des Verborgenen, sorry, das ist ja klar, ne? Ist ja halt Winter. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie Epona aussehen wird. Aber ich sehe da schon irgendwelche GID-Container rumschwirren. Ich hoffe mal, das kriegen wir auch alles nochmal ein bisschen wie weg. So, da haben wir die Mühle. Und da haben wir ja auch, glaube ich, hier war ja auch dieser eine böse Stern. War das der? War hier nicht ein Stern? Eigentlich war doch hier ein Stern, wo ich doch komplett verzweifelt bin. Hey du, wie kann ich dir helfen? Du willst den geheimen Pfad über das Grautaugebirge finden. Wieso glaubst du, dass ein alter Mann wie ich etwas darüber weiß? Weil mir das Hermann gesagt hat. Du willst also, dass ich dir von Anfang des geheimen Pfades erzähle? Okay, ich erzähle es dir, aber ich bin mir nicht sicher, ob dir gefallen wird, was ich zu erzählen habe. Es fing alles mit einer Idee meines Vaters an. Der Anfang des geheimen Pfades war aufgeschrieben auf Papier, aber das war ihm nicht sicher genug. Er kannte einen Druiden in Welde und mit seiner Hilfe konstruierte er eine bessere Lösung, einen magischen Kompass. Der Kompass zeigt, wo der Anfang des geheimen Pfades liegt, aber nur, wenn man die geheime Phrase zum Aktivieren der Magie der alten Steine, die den Weg weisen, kennt. Sehr schlau und etwas sicherer als ein Stück Papier. Die geheime Phrase wird allen in der Familie schon als Kind beigebracht, aber der Kompass wird stets vom Ältesten in der Familie bewacht und jetzt bin ich derjenige, der ihn hat. Leider ist der Kompass jedoch weg. Es sollte nur auf eine Sache aufpassen. Oder nicht weg, aber man kommt zurzeit nicht an hier ran, leider. Warum man nicht an hier herankommt? Darüber will ich lieber nicht sprechen. Sei nicht sauer, Vivian. Okay, ich erzähle es dir, aber versprich mir nicht zu lachen. Hannibal und Alexander durften ihn sich vor ein paar Wochen von mir ausleihen. Ich dachte, sie wollten ihn nur etwas betrachten, aber sie führten anderes im Schilde. Ich hätte wissen sollen, dass es eine schlechte Idee war. Sie haben ihn versteckt und dachten, es wäre lustig, wenn ich ihn suchen würde. Lustig ja, aber bevor ich ihn finden konnte, rief Idun uns zum Abendessen und ließ nicht auf sich warten. Also lief sie heim und vergaß natürlich sofort, wo er versteckt ist. Ich habe gesucht und gesucht, aber er ist weg. Sie müssen den Kompass teuflisch gut versteckt haben, für meinen Geschmack ganz klar zu gut versteckt. Und da seit Ewigkeiten niemand mehr wissen sollte, wo der geheime Pfad beginnt, war ich der Meinung, genug Zeit zum Suchen zu haben. Vielleicht hast du mehr Glück als ich. Frag die Zwillinge, ob sie sich nicht erinnern, wo sie den Kompass versteckt haben. Möglicherweise erinnern sie sich an irgendetwas. Oh mein Gott, das wird wieder richtig lustig hier werden. Was ist denn das für ein Geräusch immer? Ja, und ich hoffe mal, dass sie das leidet wieder. Und dass sie uns sagen können, wo sie den Kompass jetzt versteckt haben. So, Grautauweg. Es würde mich interessieren, ob ich ihn auch einfach alleine suchen und finden kann, ohne irgendwelche Hilfe. Aber naja, wir werden es in der nächsten Folge uns weiter mit dem geheimen Pfad nach Epona beschäftigen. Wir werden auf jeden Fall mit den Zwillingen sprechen, die richtig rannehmen, dass sie uns sagen, wo der Kompass versteckt ist. Und dann werden wir uns zur Tür begeben und nach dem Janason-Dokument fragen. Und hoffentlich hat sie auch die Möglichkeit, uns das zu geben, damit wir diesen komischen Code irgendwie herausfinden können. Und dann hoffe ich mal, sind das die zwei einzigen Sachen, die wir vollbringen müssen, bevor wir uns nach Epona begeben dürfen. Und ja, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und dass ihr in der nächsten Folge von Star Stable Online wieder mit dabei sein werdet.